Die Finanzminister der Länder haben sich darauf verständigt, eine erneute Verlängerung der steuerlichen Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise beim Bund zu erbitten. Das hat nun das rheinland-pfälzische Finanzministerium mitgeteilt. Bereits bei Ausbruch der Pandemie im März vergangenen Jahres hatten der Bund und die Länder ein umfassendes Hilfspaket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf den Weg gebracht. In dem Beschluss geht es darum, die Möglichkeit von Zahlungserleichterungen in Form von Stundungen und Vollstreckungsaufschüben nochmals um weitere 3 Monate zu verlängern. Die Wolfsnachweise in Rheinland-Pfalz und der Region häufen sich weiter. Wie das Umweltministerium nun mitteilte, waren Wölfe erneut für den Tod mehrerer Schafe verantwortlich. Jeweils Ende Februar fielen 3 Schafe in der Verbandsgemeinde Wittlichland und 1 Schaf in der Verbandsgemeinde Lorelei einem Wolf zum Opfer. Wegen der räumlichen und zeitlichen Distanz zwischen den Ereignissen geht die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, kurz SNU, derzeit von mehreren Individuen aus. Die VG Wittlichland befindet sich im Wolfspräventionsgebiet Eifel-West. Die Grundschulen in der Stadt Neuwied dürfen sich künftig über rund 500 Tablet-Computer freuen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können die digitalen Lernmittel nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten nun zügig an die einzelnen Schulen verteilt werden. Die Pandemie habe klar vor Augen geführt, wie wichtig digitales Lernen heutzutage sei, so Ralf Seemann, städtischer Beigeordneter in Neuwied. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.